Recht herzlich willkommen zur 27. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, gleich geht hier irgendwo die Sonne auf und wir sind wieder unterwegs und müssen mal schauen, dass wir unser Ziel irgendwie noch erreichen, ne? Das war ja die Aufgabe hier, da die Temperatur irgendwo zu messen. Hier haben wir irgendwo noch was rumfliegen. Kann das sein? Kommen wir jetzt nicht dran, oder wie sehe ich das? Ist hier irgendwo was dabei, wo ich dann sehe, dass da noch was Space-Objekt? Ne, alles null. Komisch. Location Site? Auch komisch. Na, egal. Da raus. Gucken wir hier erst rein. Test 1199 Terra Liquid Fuel Engine landed at Kerbin. Okay. Da haben wir noch einen angenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt mit in unsere Rakete reingebaut haben, ne? Das würde bedeuten, ach so, ich habe nichts ausgewählt, deswegen geht das nicht. Alles klar, ich war gerade am Überlegen, warum ich nicht scrollen kann. Und zwar ist das unsere Rakete, die laden wir mal. Jetzt geht es nämlich runter. Da steht die. Müssen wir nur gucken, welches Gerät das ist, was wir da brauchen. Infonet Terry Liquid Fuel Engine. Das ist der. Okay, das heißt, wir müssen den gleichzeitig mit den anderen starten. Es geht nicht nacheinander. Sonst ist der Test nicht erfolgreich. Das heißt, wir starten alles zusammen. Aber diese hier, die müssen wir woanders hinsetzen. Das wird gestartet. Müssen wir dann noch eine Stufe zwischensetzen. Und dann darunter. Wenn die leer sind, müssen die weg. Später das, dann ab und dann das. Okay. Ich glaube, so sollte es funktionieren. Speichern wir nochmal. Dann haben wir den Test auf jeden Fall dabei. Gehen wir hier rüber. Jetzt haben wir da gleich einen Wissenschaftler drin sitzen. Das wollen wir, glaube ich, nicht, ne? So, Bill ist nicht gefragt, sondern Potke oder Ferzor. Aber so wie es aussieht, sind beide unerfahren im Fliegen. Gut, ach so, ja, klappt nicht. Lassen wir das so machen. Und nochmal Podka da rein. Ja, das sind die Übersetzungsfehler, die nicht so dolle sind, ne? Füllen, suchen, zurücksetzen. Ja. Dann dahin. Start mal die Kiste. So, da sind wir schon am Ziel. SAS an. Sieht alles eigentlich ganz gut aus. Einmal auf die Karte. Aktiviere Navigation. Wir sind da und müssen nach da oben hin. Das so schaffen ist eine andere Frage, ne? Gut. So, Schub. Ne, Schub machen wir nicht volle Pulle. Machen wir wenig, damit wir nachher noch was haben zum Korrigieren, ne? An ja, aber wenig. Erstmal die drei hier außen sollen das machen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir.
3, 2, 1, go! So, einmal hier geguckt. Das würde momentan eine gute Flugbahn sein. Gleich sind die drei Teile alle. Und dann ab dafür. Bisschen mehr Speed vielleicht drauf. Ich weiß nicht, was da gerade explodiert ist. Müssen auf jeden Fall die Geschwindigkeit noch irgendwie halten. Sieht nicht schlecht aus. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so gut klappt. Kriegen die Geschwindigkeit noch gut hoch. Können wir auch sogar reduzieren mit unserer. Ja. Müssen wir sogar noch weniger machen. Dann sind wir gleich im Ziel hinaus. So, das sieht doch super aus, oder? Okay, wir lassen jetzt erstmal runter und einfach nur da die Richtung. Können wir denn hier jetzt einen Punkt setzen? Wohl nicht. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden damit, ne? Aber was wollen wir mehr, oder? Flugbahn ist okay. Ist die Frage, ob der Wiedereintritt uns diese Bahn hier nicht gleich verkürzt dann, ne? Schwierig. Aber noch ist alles gut. Wo ist das Thermometer? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? 2, wo ist das Thermometer? Da ist das Thermometer. Temperatur messen. Aber lass erstmal weiterfliegen. Jetzt haben wir am höchsten Punkt. Wir sind im Weltall gleich angekommen auch. Wie war die Aufgabe? Unter 18.200 Meter. Ja, das müssten wir aber auch hinkriegen eigentlich, ne? Also nur gucken, dass wir noch ein bisschen nach rechts wieder kommen. Wo ist nur rechts, das ist die Frage, ne? Ne, ich glaube, so ist rechts. Gehen wir mal Schub. Ja, das sieht gut aus. So, nochmal so, gucken, ja, okay. Nochmal Schub geben. Und hier müssten wir in diese Richtung noch was tun, glaube ich. Und nochmal an Höhe gewinnen. Denke ich, ist nicht verkehrt. M. Sieht noch alles gut aus. Ich hoffe, das schaffen wir auch so, wie wir uns das vorstellen, ne? Mal die Bahn verlängern. Und weil hier, wo das ist, noch drüber wegkommen, ne?
wir der Sache gegengehen? Nee, ne? Wo ist das Thermometer? Komm schon. Messen. Keep Data. Das Ziel ist weg. Ich hoffe, das hat gereicht. Ah, es hat gereicht. Gut, super. Was wollen wir mehr? Ein bisschen den Fall hier. Oh, warte, jetzt müssen wir mal. Wir gehen schon wieder hoch. Ja, hat auch gut geklappt, oder? Ist die Frage, ob wir das Ganze benutzen wollen, behalten wollen. Schwierig, ne? Ich glaube, wenn wir das dran lassen, ist es vielleicht besser, oder? Kriegen wir mehr zurück, würde ich sagen, oder? Gibt es einen Statusbericht? Nicht wirklich. Okay. Ich glaube, hier war es etwas höher und wir waren leider noch nicht hoch genug für unseren Fallschirm. Ja, das war unser zweiter Astronaut, den wir auf dem Gewissen haben, würde ich jetzt mal sagen. Denn das ist jetzt wirklich doof gelaufen, ne? Tot. Was für ein Scheiß. Traurig. Das stand unter keinem guten Stern. Ja. Dann würde ich mal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.